Ja, Jeff. Hör auf abkürzen. Hä? Wurdest du überholt? Ja. Ach, hey. Ja, der hat der rote Reifen, hallo. Ich hab mich auch ziemlich kampflos ergeben, wenn ich ehrlich bin. Hab schon die ersten Abnutzungserscheinungen hinten rechts. Oh, bei mir vorne links.
letzten Streckenabschnitt gab es einen Unfall. Keine Überholmanöver, solange du gelbe Flaggen siehst. Alles klar, du kommst gut mit dem Renntempo zurecht. Die Mercedes-Crew macht sich für einen Stop bereit. Wir wissen noch nicht, welcher Fahrer reinkommt. Also wenn die mit den Roten nochmal wechseln, müssen sie es langsam mal machen. Einer hat schon gewechselt. Das war der Veras. Oh. Jetzt wo die ist. Der hat vorher gewechselt schon. Okay. Versucht erst nicht mit einem waghalsigen Einstopp-Rot. Nee, sind nur wir beide, glaube ich. Nee, wir haben ja kein Rot. Nee, ich meinte mit Einstopp. Achso, ja, das kann sein. Da war gerade jemand in der Box. Okay, alles wieder im grünen Bereich, zurück auf Renngeschwindigkeit. Aber das war irgendjemand, der mich eben überrundet hat. Jetzt habe ich ihn zurück überrundet, jetzt überrundet er mich wieder. Ich bin jetzt Vierter. Oh, Party Sim RC ist jetzt vor mir. Wir haben noch 25 Kilo Benzin im Tank. Noch 25 Kilo Benzin. Wir haben Benzinüberschuss für etwa eine zusätzliche Runde. Damit kannst du nicht ewig mit Mischung 3 fahren, aber für kurze Zeit sollte es dir möglich sein, etwas mehr aufzudrehen. Ich habe echt einen Kurzintervall mit den Roten gefahren, ne? Oder? Wie bitte? Haben wir dann gewechselt? 35, 36 haben wir gewechselt, ne? Ja, kann sein, ja. Warum? Ist da irgendwas? Okay. Wir werden die genauso schnell Abnutzungserscheinung haben wie ich. Oh Gott, ich sollte hinter mir das Auto vorbeilassen. Er schießt auch gerade auf Juvedal wieder auf. Der Ido habe ich gerade vorbeigelassen. Das Gute ist, wenn die hinten am Betteln sind, komme ich ein Stück weg. Fahrer hinter mir. Welcher Platz bist du jetzt? Vierter. Oh. Musst du die Reifen nur noch halten bis zum Ende? Meine Reifen hinten sind komplett gelb, meine fangen erst vorne an gelb zu werden, also sollte ich eigentlich hinkriegen. Okay, du holst den Wagen vor dir ein, aber denk daran, dass wir das Rennen mit diesen Reifen zu Ende fahren müssen. Du verlierst ein wenig Zeit. Sind ja nur noch 16 Runden. Fahrer hinter mir. Der Abstand beträgt 6 Sekunden. Noch 16 Runden. Nur durch meine 2 Frontflügelbeschädigungen bin ich trotzdem weit weg. Ich würde gerne mal wissen, wo ich wäre, wenn ich meinen Frontflügel nicht kaputt gemacht hätte. Und für mich heißt es einfach nur noch Gas geben, ey.
Die nächsten 15 Runden. Und egal was kommt, das Auto nicht zerschrotten, ey. Jupp. Die kommen ran, Alter. Ich hatte gerade noch so gut 5 Sekunden vor, hatte ich nur noch 4,5, ey. Achso, jetzt hier im DRS hinter mir, ne? Ja, das ist nicht so schön. Das Gute ist, ich scheine aber noch weit genug vor Vidi zu sein. Ja. Bidi kommt jetzt erst in den zweiten Sektor, ich bin mitten auf der Geraden. Also vor Bidi sollte ich es schaffen zu bleiben. Wenn ich nah hinterseits bleibe, verliere ich nicht so viele Punkte und bleib trotzdem Erster. Ja, ja, gut. Was hat Bidi denn gemacht? Hat er auch irgendwo seinen Wagen mal ein bisschen geschrottet? Nee, der hatte am Anfang ein paar Probleme. Der war auch nicht schnell unterwegs. Ja, schnellste Runde. Fahrer hinter mir. Die Reifen sehen aber gut aus noch. Gut, die hinter mir müssen auch erstmal an mich rankommen und mich erstmal überholen. Du hast aktuell 3 Sekunden Vorsprung vor deinem Hintermann. 3 Sekunden. Oh, 3 Sekunden nur noch, ey. Hast du gerade in die links-rechts rein? Ich bin hinter dir, ja. Gott, meine Reifen werden aber schon gelber. Fahrer hinter mir. Ja, 2,7 genau zu sein. Ich hab's eilig.
Was sehe ich den Ferrari? Ich sehe den Ferrari schon hinter mir, ey. Wow, hast du die Wand geknallt? Nein, zum Glück nicht. Ich fahr die Kurven ganze Zeit schon so heikel, ey. Das sah nämlich richtig heikel bei dir da außen. Sieht einfach richtig heikel aus, was hinter mir gerade kommt. Hab dich mal vorbeigelassen. Dankeschön. Das heißt, es hat auch eine Zeitstrafe, sehr geil. Echt, hat er das? Wurde mir gerade durchgegeben. Okay, jetzt muss ich die beiden hinter mir fair vorbeilassen, obwohl die sind bei mir noch extrem weit weg, Sides, und also nicht extrem weit, aber noch weit weg. Was? Jetzt musst du es aber langsam durchlassen. Aber ich muss beide. Wir sind eben im Kampf, deshalb wollte ich die beide gleichzeitig durchlassen, damit ich da nicht einmische in deren Kampf. Ja, der Vorteil ist halt, dass wenn sie betteln, dass sie viel Zeit, dass sie Zeit verlieren und nicht so schnell aufschließen. Ja, die betteln ordentlich. Oh Gott, Feras hat's übertrieben. Reiz müsste jetzt weg sein. Boah, ist ein also, weg, aber ist klein bisschen, aber... Wie viele Sekunden pro Runde holen die denn auf dich auf? Genug. Die holen sehr viel auf, die sind schon hinter mir, ich kann die Namen schon lesen. Okay, du bist jetzt auf etwas abgenutztem Gummi unterwegs. Der Grip sollte noch eine Weile in Ordnung sein, aber sei vorsichtig, er wird nachlassen. Bidi! Oh Gott, hätte ich ihn fast berührt. Ich glaube, du wirst nicht so schnell mehr vorbeikommen. Ja, das sieht bei dir dann nach einem spannenden Kampf aus.
Bidi muss einfach nur hinter mir bleiben, das war für mich die Priorität Nummer 1. Wurdest du denn überholt von Sainz? Nee, noch nicht. Ich bin immer noch still vor denen. Nee, das ist ja schon mal gut. Okay, mit meinen Reifen werde ich es auch gut ins Ziel schaffen, so wie ich das sehe. Sind zwar schon hart gelb, aber die dürften nicht rot werden. Ich meine, die gehen hinten langsam ins Orange rein, aber... Es geht ja noch, solange sie nicht rot sind. Aber sie seid direkt hinter mir, ey. Also jetzt hat sich was gedreht. Ja, ich bin Kampflinie gefahren, mein Freund, ne? Brauchst du nicht so reinstechen. Ich kämpfe auf harter Linie hier. Ja, darf man auch machen. Der war nicht so nah dran, um mich zu überholen. Bin ich aber... Bin ich reingezogen halt in die Kurve. Noch 5 Runden, Alter, ey. Die anderen schließen langsam auf, ist das Problem. Vergiss nicht dein Reifenmanagement. Du hast eine Sekunde Vorsprung vor deinem Hintermann. Nimm dich in Acht. Ihr müsst aber langsam auch ein Problem mit ihren Reifen kriegen. So langsam aber. Die sind immer noch hinter mir, ey. Es ist Veras wieder vorbei. Alter, jetzt kann ich nicht beschweren, ich bin so übelst die Kampflinie gefahren bis jetzt. Noch 3 Runden. 4. Ja, gleich noch 3. Okay, jetzt gehen meine vorderer linker Reifen gut orange.
Ist schon so ein leicht dunkles Orange. Juvenal hat Salz überholt, Alter. Juvenal holt gerade richtig auf, ey. Ja, das ist ja doch auch gut, dann kriegt Salz auch weniger Punkte. Oh, Juvenal ist weg. Bin ich jetzt Achter? Ja. Hopefully. Hat der einen Unfall gebaut oder war sie disconnected? Weiß man nicht. Ja, Veras catcht mich jetzt. Kannst du es nicht abwehren? Doch. Alles gut. Jede Kurve hart zu machen. Und dann haben sie. Ich mach grad nur die Tür zu. Ja, man kann ja vor jeder Kurve die Innenseite zumachen und dann bleibt ihnen nur noch die Gerade. Ja, außer der Schikane. Aber Schikane habe ich gerade Innenseite zugemacht und bin dann zum Schluss ganz knapp, wo er ganz knapp hinter mir war, bin ich wieder auf die Ideallinie zurück. Darf ich ja. Fangen wir ihn damit nicht weg aus, wenn er neben dir ist schon. Ne, er war die ganze Zeit hinter mir. Also ich habe aufgepasst, ich habe kurz nach hinten geguckt. Aber das ist ja fair. Der Juvenal ist immer noch vor mir, also zumindest wird er mir hier angezeigt. Ich fahr Kampflinie, Kollege, ey. Yeah, P8, 4 Punkte. Ja, Alter, noch eine Runde. Das schaffst du doch. Wenn ich jetzt keinen großen Fehler baue, nicht? Doch, dann schaffe ich's. Ich habe auch viel Kurvenabkürzen drin gehabt, ey. Aber immer so vereinzelt mal. Basti müsste jetzt gerade ins Ziel fahren. Der Vera hängt mir mehr als so am Arsch und sei es direkt dahinter, ey. Oh Gott, ich seh's. Aber das, oh Gott, er hat rote. Er versucht die ganze Zeit an jeder. Okay, aber ihm bleibt nichts mehr übrig. Wenn du jetzt zumachst. Ja, da kommt. Jetzt hat er nur noch die Gerade. Oh Gott, das sind Millimeter. Er ist. Oh Gott, der ist direkt hinter dir. So, jetzt hat sich gedreht. Ja, aber Veras nicht. Aber es halt. Pass mal auf, ich jetzt. Guck mal, so verteidige ich die ganze Zeit. So. Und dann. Oh Gott, hat er dich ein bisschen berührt? Also bei mir? Na, ich. Scheint zumindest so. Ja, er schafft's nicht, oder? Nee. Ja! 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 Oh, Sides hat sich echt gedreht. Er ist mit 7. Ja, Mann! Ja, Alter! Ja! Ja, Mann! Aber es war, Alter, ey! Was das ein Rennen, Alter, ey! Boah, leck mich am Arsch, Alter! Oh. Ja, Mann. Ja, Alter! Ja! Bäm, Junge! Da komm ich! Ja, bist du nicht Alonso? Nee. Okay. Ja, Mann! Ja! Alter, du weißt gar nicht, wie ich mich gerade innerlich freue, Alter, dass ich es echt noch geschafft habe, ey. Ich bin so weit vor Bidi noch gelandet, also ich habe noch ein paar Punkte rausgeholt auf beide. Boah, Alter, weißt du, wie ich geschwitzt ich bin?
Muss ich mal selbst fragen, ob ich ungefähr. Oh Gott, was sind denn da für Sekundenstrafen bei allen? Feras hatte eh noch mal ordentlich Strafpunkte. Also Speedy hinter dir. Ja, Mann. Da habe ich jetzt 6 Punkte vor. 2 Punkte. Oh. Rennleitung, ich muss mal Vorfälle gucken, ne? Ich in der 4. Runde einmal, ne? 4. Runde, 6. Runde. Dann lange Zeit nichts. 11. Runde, 14. Runde. 18. Runde. 24. Runde. 27. Runde. 45. Runde, 50. Runde. 56. Runde. 65. Runde, 68. Runde und gar nicht. Boah, Alter, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen bei diesem wahnbrechenden Rennen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein, euer Striker. 2 Punkte.